Ja, damit sind wir auch beim nächsten Tutorial und was ich hier mal zeigen wollte ist, wie man denn mit Hilfe von Command-Blöcken relativ einfach ein Liniensystem in Minecraft erstellt. Also bedeutet, ihr gebt einem Minecart bzw. einem Spieler eine Linie, auf der er fahren soll und da fährt er dann auch. Ja, das geht eigentlich relativ einfach. Das geht nämlich mit Hilfe von Scoreboards ganz einfach. Da mache ich jetzt einfach mal ein Scoreboard hierfür. Nämlich sage ich einfach mal Scoreboard Objectives Add und dann sagen wir mal Linie, nennen wir das Ganze. Das ist einfach ein Dummy, weil der hat keine wirkliche Bedeutung, außer dass wir ihm einen Wert geben dann später. Deswegen sagen wir das hier. Und den Display-Namen sagen wir Linie, keine Ahnung, der ist auch relativ egal. Ich glaube, den kann man auch einfach weglassen, wenn ich mich nicht irre. Genau. Da haben wir jetzt einfach hier so einen Wert Linie. Und dieser Wert Linie, mit dem können wir jetzt einfach hier in einem Command-Block sagen, wenn ein Spieler drüber fährt mit einem Minecart, sagen wir Scoreboard Players Set. Dann sagen wir den nächsten Spieler, weil der nächste Spieler ist der, der über das Ding drüber fährt in der Regel, wenn wir den Command-Block einfach unter dem, unter der Schiene machen, die den auslöst. Und dem geben wir dann den Wert Linie und da sagen wir mal 0. Was jetzt passiert, ist, dass der hier jetzt mit diesem Command execute if entity und dann p, at p mit dem scores Linie 0. Der wird dann aktiviert. Wenn wir hier jetzt im Minecart sitzen, bedeutet das ganz einfach, dass wir erstmal total langsam fahren, aber das ist eher nebensächlich. Wir fahren jetzt hier rüber und fahren dann hier geradeaus, weil wir dem den Wert 0 gegeben haben. Also, weil wir gerade den Wert 0 haben bei diesem Scoreboard Linie, wenn wir über diese Druckplattenschiene gefahren sind. Das merkt dieser Command-Block mit diesem Command hier. Wie gesagt, execute if entity at p. Also der nächste Spieler, der in dem Minecart sitzt, ist das eigentlich immer. Deswegen kann man das so machen. Und dann einfach Scores von diesem Wert gleich einfach und dann geschweifte Klammern Linie gleich 0, beziehungsweise statt Linie halt das, was ihr als Namen für euer Scoreboard genommen habt. Das ist letztlich auch egal. Da ist dann einfach, wenn die Linie 0 ist, gibt es hier ein Redstone-Signal aus, das aktiviert dann, das sorgt dann dafür, dass diese Fackel hier ausgeht und dann geht das hier geradeaus. Wenn wir jetzt hier die Linie verändern auf Linie 1, sagen wir, dann fahren wir hier drüber und fahren hier die kurze Runde. Weil jetzt ist die Linie nicht mehr 0, bedeutet die Fackel bleibt an und es geht hier auf die kurze Runde. Ja, wie ihr das Ganze nutzen könnt, ist ganz einfach. Ihr könnt zum Beispiel irgendwo einen Hebel hinmachen, sagen wir hier so einen Block. Machen wir hier sowas dran und dann, wenn wir hier wüssten, welche Koordinaten das hat, da sagen wir hier, jetzt sieht man natürlich nicht, minus 477 und 56. Deswegen sagen wir Data Merge Block. Wie war das jetzt? Minus 477, dann der Kommando müsste auf Ebene 2 liegen und dann 56. Und da können wir dann zum Beispiel einfach sagen, Command. Erstmal so. Und da sagen wir hier einfach Scoreboard Players Set at P Linie. Und den setzen wir dann auf 0. So müsste das jetzt richtig sein, wenn ich mich nicht irre. Genau, dann müssten wir jetzt nämlich hier draufklicken. Was zur Folge hat, dass dieser Command jetzt hier Linie 0 setzt und wir können dann hier einen anderen Command-Block hinsetzen, da kopieren wir das Ganze, machen dann daraus aber eine 1 und machen da auch einen Knopf drauf. Bedeutet, wir können jetzt hier umschalten. Jetzt hat das hier nämlich immer noch Linie 0 aus irgendeinem Grund. Gut, ich sollte sie vielleicht nicht nebeneinander setzen direkt, das ist, glaube ich, nicht gut, weil das hat den Nachteil, dass der natürlich dann hier den anderen gleich mit aktiviert.
So, jetzt hat er nämlich Linie 1 und wenn wir hier drauf drücken, dann hat er Linie 0, was dazu führt, dass wir hier einfach ganz schnell auswählen können, wo sollen wir langfahren. Wenn wir hier langfahren, dann fährt das Minecart. Das müsste ja auch gehen, wenn ich nicht drin bin, weil ich momentan der einzige Spieler bin und damit immer der nächste Spieler. Dann müsste jetzt das Minecart hier die lange Strecke fahren. Wenn ich jetzt hier nochmal den anderen Knopf drücke, dem nochmal Anschub gebe, genau, dann fährt er jetzt die kurze Runde. Und so könnt ihr ganz einfach ein Liniensystem machen mit diesen Scoreboards. Ist ganz praktisch, weil da muss man hier nicht kompliziert Redstone-Kabel verlegen, wenn man halt schon Kreativmodus ist und hier Command-Blöcke nutzen kann. Im Survival geht das natürlich jetzt so nicht, da muss man dann schon entweder mal kurz kreativ werden, damit man das bauen kann, oder man muss wirklich Unmengen Redstone-Anlagen bauen. Ja, das hat aber noch andere Sachen, außer dass man hier auswählen kann, in welche Richtung man fährt, weil das kann man ja für alle möglichen Sachen schon verwenden, aber man kann auch dafür sorgen, dass man zum Beispiel Bahnhöfe überspringt, wenn man eine gewisse Linie hat. Da sagen wir jetzt einfach mal hier execute if at p, wenn der, sagen wir score war das, glaube ich. So, ich mache erstmal hier den und dann sagen wir Linie gleich 1. Jetzt habe ich mich irgendwo vertan, glaube ich. Ich muss noch. Jetzt gucke ich. Wartet mal, ich muss mal eben. Ich kann mir diesen Command nie merken. Ach, ich bin ja auch blöd. Ich habe das Entity vergessen. Also, das können wir im Grunde so beibehalten. Wenn das der Fall sein soll, dann können wir zum Beispiel einfach sagen: Run. Und da habe ich mir hier so Koordinaten. Diese hier habe ich mir mal markiert. Das sind die Koordinaten von diesem Block. Da habe ich mir nämlich ein ganz schlaues System für ausgedacht. Da sagen wir hier einfach nämlich Setblock bei diesen Koordinaten und da sagen wir dann Redstone-Block. So. Was hat es damit jetzt auf sich? Damit setzen wir jetzt hier einen Redstone-Block unter diese Stelle, was dazu führt, dass das hier aktiviert wird und diese Schiene aktiviert bleibt. Diesen Command kopieren wir jetzt nochmal und setzen den am anderen Ende so ähnlich hin. Nur, dass wir jetzt hier keinen Redstone-Block setzen und generell auch nicht mehr fragen, welche Linie das ist, sondern wir sagen hier einfach Set-Block und zwar Command-Block mit den Daten. Oder nee, das war genau mit diesen Dingern, glaube ich. Genau, so rum war es. Und dann sagen wir Command und sagen dann einfach Scoreboard Players Set Linie auf 1. Ja, was soll dieser ganze Blödsinn jetzt? Das ist im Grunde ganz einfach. Wir fahren hier drüber und bleiben stehen, weil wir aus... Weil hier getestet wurde oder auch nicht getestet wurde, warum auch immer, weil wir wahrscheinlich nicht drüber gefahren sind. Oder auch doch. Okay, jetzt bin ich verwirrt, wieso er das nicht testen will oder hat er es vielleicht doch getestet. Da muss ich jetzt mal gucken, welchen Command haben wir denn überhaupt gerade aktiviert. Wir setzen uns auf 0 mal. Fangen wir doch mal so an. Aber er testet irgendwie nicht. Wieso kann ich jetzt auch nicht sagen, es müsste eigentlich testen. Aber irgendwie will er das nicht. Das ist jetzt merkwürdig. Warum macht er das nicht? Weil eigentlich müsste dieser Command das hier jetzt testen tun. Irgendwie will er nicht heute. Ich kann nicht genau sagen, wieso. Ich kopiere das vielleicht einfach mal und setze den Command-Block nochmal neu. Manchmal ist das nämlich irgendwie so ein Fehler, dass man den Command-Block neu setzen muss, damit er überhaupt erst arbeitet. Aber er macht immer noch nichts. Jedenfalls theoretisch müsste das funktionieren, nur irgendwie führt er den Command nicht aus. Ich kann nicht genau sagen, wieso er den nicht ausführt. Es, in meinen Privatwelten funktioniert das hier so. Komischerweise funktioniert das jetzt hier nicht. Vielleicht muss ich den erst entfernen, den Block.
Nö. Also ich kann nicht genau sagen, wieso das jetzt nicht funktionieren will. Jetzt, das funktioniert immerhin. Da müsste ich selbst mich nochmal genauer mit befassen, was da jetzt der Fehler ist, dass das nicht klappen will. Eigentlich müsste das nämlich so gehen. Es hat bisher in jeder, ich kann vielleicht gerade einfach mal in meine Privatwelt gehen, da zeige ich euch das Ganze mal. Ja, also hier sehen wir in meiner Privatwelt, hier habe ich im Grunde den gleichen Command verwendet. Hier funktioniert er aus irgendeinem Grund. Wieso der in der anderen Welt nicht funktionieren will, kann ich euch nicht sagen. Hier führt er den auch aus, soweit ich das beurteilen kann. Genau, da sagt er hier nämlich, letzte Ausgabe, dieser Block ist geändert. Also ich weiß nicht, woran das in der anderen Welt liegt, dass das nicht funktioniert. Hier klappt es jedenfalls. Da seht ihr dann nämlich, hier wird ein Redstone-Block gesetzt, wenn wir hier auf dem Wert sind, dass hier das übersprungen wird. Was dazu führt, dass wenn man hier drüber fährt, passiert gar nichts. Und hier, das bleibt aktiviert. So lange, bis man hier über diese Schiene fährt, die das Ganze wieder zurücksetzt. Dann ist nämlich jetzt hier unter dem Block der Command-Block, was dazu führt, dass wenn man hier rüber fährt, dass dann automatisch die Linie auf die gesetzt wird, die hier halten soll, weil logischerweise, wenn die andere Linie das hier überspringt, wenn man hier startet, hat man dann die Linie, die das nicht überspringt. Was wiederum dazu führt, dass alle weiteren Stationen auf dieser Strecke, die von der anderen Linie übersprungen werden, hier nicht übersprungen werden, wenn ihr hier anfangt. Wenn das natürlich die einzige Station ist, die dafür sorgt, die da übersprungen wird, dann könnt ihr den Command-Block auch weglassen. Dann könnt ihr einfach nur den Redstone-Block hinsetzen oder Luft dahin machen. Weil dann setzt sich ja eh egal, ob ihr jetzt hier startet oder nicht. Wenn ihr bei der nächsten Station sowieso halten werdet. Aber im Grundsätzlichen funktioniert das so. Ja, wieso das in einer Welt nicht funktionieren wollte, weiß ich nicht. Vielleicht lag es auch daran, weil ich da im neuen Snapshot war, dass es da irgendwie Probleme gibt, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wieso. Ja. Auf jeden Fall, hier habt ihr jetzt so einen kleinen Einblick, wie ihr halt Linien dafür nutzen könnt, ob ihr an verschiedenen Stationen haltet oder ob ihr einfach durchfahrt oder ob ihr irgendwo abbiegt. Das ist hier zum Beispiel der Fall, da biegt er dann ab, je nachdem, in welcher Linie ihr seid. Ich glaube hier momentan, jetzt bin ich natürlich auf der Linie, die hier einfach abbiegt, aber sonst würde das hier umschalten auf die. Ja, im Grunde war es das jetzt auch, von daher. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt mich einfach an. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, was auch immer das sein wird. Bis dann.